Willkommen bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht wieder heute mal. ML. Heute werden wir die Ersatzteile ein. Bei den Ersatzteilen haben wir nur ein kleines Problem. Alle Ersatzteile sind leider nicht gekommen. Aber ich baue die ja nicht selber ein. Aber Aylan kann es einbauen. Aylan, freust du dich? Ja. Die ganzen Sachen haben wir bekommen. Hier haben wir einmal für die Inspektion. Die Inspektion machen wir aber nicht heute. Wir haben einmal die Bremsen, Scheibenklötze vorne, hinten. Dann haben wir die Traggelenke. Und dann haben wir hier nochmal Buchsen. Die Buchsen werden wir heute auch nicht einbauen, weil das waren die falschen Buchsen, die wir bekommen haben. Das sind diese Buchsen. Das sind die falschen Buchsen. Dann haben wir von Meile die Querlenker. Oben. Bohrstangen links und rechts. Die Traggelenke. Bei den Traggelenken haben wir auch ein folgendes Problem. Das ist eigentlich der Extraschlüssel für die Traggelenke. Weil die Traggelenke sind, zeige ich euch mal, da haben wir nochmal so einen Extraschlüssel. Hier. Die Traggelenke, die werden reingepresst quasi. Die werden reingeschraubt. Ne? Mit dem hier. Mhm. Und ich habe leider nicht das Passende dafür. Die Manschette kaputt. Also ist es nicht so schlimm. Nicht so tragisch. Dann. Nicht so tragisch, das sofort zu machen. Das werde ich dann selber irgendwann machen. Also hast du mal Glück gehabt. Die Traggelenke wirst du nicht machen. Aber Scheibenklötze wirst du heute machen. Spurstangen wirst du machen. Das ist für mich heute sehr, sehr wichtig. Und Inspektion, das machen wir einen anderen Tag. Die Bremsplatten werden wir lackieren. Das machen wir heute? Die machen wir auch heute. Und wenn du das Ganze allein eingebaut hast, dann machst du noch eine Spureinstellung. Ach, die stelle ich ein. Ha. Die Spureinstellung machst du auch selber. Hier auf jeden Fall ein riesen Dankeschön an Fabi und an Meile. Da wurde ich gesponsert. Riesen Dankeschön, dass sie mir die Sachen zur Verfügung stellen. Dem Traggelenken und so, das ist alles kein Problem. Da sind die Teile auf jeden Fall top. Ich habe auch noch nie Bremsen von Fabi eingebaut. Scheiben sind ja auch nicht klein. Also ist das auch mal so ein Highlight. Auch für euch da draußen. Sieht die Bremsen gut oder nicht? Kann man die weiterempfehlen oder nicht? Sag mir, wie wir anfangen. Erstmal das Auto hoch. Reifen ab, Auto hoch. Und ein Tipp von mir, wir werden jetzt erstmal alle Teile erstmal kontrollieren, ob die passen. Bevor wir überhaupt weitermachen. Ich habe das schon so oft erlebt. Ob ich es bestellt habe, ob der Kunde das gebracht hat, ob es geliefert wurde, was auch immer. Ich habe immer erlebt, dass die Teile nicht gepasst haben. Ich mag eins nicht, wenn ich die Teile ausbaue. Die Teile passen nicht. Boah, das ist das Schlimmste. Für jeden Mechaniker das Schlimmste. Ich gehe mir was zu trinken holen. Noch was? Nö. Kannst dir selber holen gehen. So, dann fangen wir an. Ganz nebenbei, hier ist eine gefühlte, welche Temperatur? Wir haben nicht mal eine Minute und du willst schon was trinken. Gefühlte 40 Grad sind hier. Ich arbeite den ganzen Tag schon hier. Gefühlte 40 Grad, was soll ich denn sagen? Man sieht nur das und das wirkt dann ganz klein. Aber sobald wir alles rot lackieren, achte mal, wie groß eigentlich die Bremsanlage größer ist. Größer wirken wahrscheinlich. Genau, oder? Und hier das Gleiche ist hinten auch. Man auch nur diese Fläche, dann wirkt die natürlich auch klein, aber wenn du dann wieder groß hast, dann wirkt das schon sehr, sehr groß. Löchern oder nee, du musst die dran halten. So. Wie sieht das? Was? Das ist schwer. Sieht aber richtig gut aus. Das ist doch nicht schwer, Mann. Oh, doch. Sieht aber gut aus. Okay. Das liegt natürlich. Dann, okay, die Scheiben passen. So. Die hintere Scheibe einmal kontrollieren. So von der Größe her. Sieht auch gut aus. Bin also, ne? Sieht gut aus. So, Klötze kontrollieren. Die hinteren passen schon mal. Die vorderen, die müssen natürlich das doppelt ungefähr sein. Genau. Die vorderen. Und? Sieht auch gut aus. Der ist natürlich mal richtig ausgeschlagen. Aber vom Feinsten. Das, was wir ausbauen, sprühen wir erstmal schön mit WD-40 ein. Wir machen ja die Querlenker. Ne? Dass wir die sich in der Zeit schon mal lockern. Genau. Streben hier raus. Okay. Dafür brauchen wir erstmal das hier. So was. Einfach rein. Und jetzt mit dem Hammer ganz leicht reinschlagen. Mach. Ja, jetzt hast du den. Nochmal? Jetzt hat er sich gelöst. Jetzt langsam, bam, 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 raus.
gucken, was sich da bewegt? Das hier. Ach, das der hier. Geht jetzt der raus. Hat der draußen, der hat nur so wie so eine Klammer. Mhm. Ja, das ist aber später sehen. Genau, guck. Jetzt, okay. Jetzt. Ja, so, und dann ganz leicht. Jetzt musst du nur auf die Klammer achten, die wird rausspringen. So. Das meinte. Ach so, die Klammer. Ja, hier, guck mal. Ja, da saß richtig fest. Aber das ist nicht schlimm. Das ist noch alles im Rahmen. Mhm. Das müssen wir auch später. Und das gleiche auf drüben jetzt auch. Achso, hier oben gibt es nochmal einen. Da gibt es noch einen. Ah. Überall. Du musst nur aufpassen, dass du auch richtig drauf bist. Ne? Mhm. Ja. Guck mal, der ist sogar super rausgekommen. Ja, weil ich da nochmal richtig drauf haue. So. Und die Feder hält mir auch nicht fest. Boah. Und ist der gerade oder auch schief? Nee, ja, der sieht gerade aus. Ja, der ist auch schief. Aber nicht so schön ja, wie der andere. Ich schätze mal, dass die Leute davor den einfach mal schief angesetzt haben. Aber das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das Wichtigste ist natürlich, dass der in Ordnung ist. Ne? Und dass das hier schön sauber ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht kommt das Auto runter hier. Den machen wir zur Seite. Vorsichtig hängen lassen. Raus. Scheibe raus und dann erstmal sauber machen, oder? Du hast auch vorher nie was abgebaut bei dem. Das ist das erste Mal, oder? Das ist das erste Mal. Schraube haben wir gelockert. Und hier. Keine Chance. Hier. Keine Chance. Und deswegen meinte ich auch, das Flexen war. Du hast hier zwei Schleifpapiere. Ja. Einmal den 600er. Damit wirst du vorschleifen. Und dann hast du den 1000. Da ist doch gar nichts drauf. Ja, das ist aber so. So. Per Hand, so viel wie es geht. Das ist immer das Beste. Mit Drahtbürsten muss nicht sein. Desto mehr du machst, desto besser ist es. Ne? Das ist jetzt super Arbeit. Das ist genau was für mich dich. Mehr warum? Das ist so ganz nebenbei so ein Job, ne? Soll ich hier was zu trinken rausgehen? Ja, wäre nicht schlecht. Warte, ich hol dir das. Nett. Bitteschön. Dankeschön. So, die Narben habe ich sauber gemacht, natürlich. Sind die jetzt, die sind sauber auf jeden Fall, aber die werden natürlich nicht neu, ist klar. Der Mercedes-Benz steht, ey. Mhm. Oh, ne? Natürlich alles jetzt schön freigängig gemacht hier. Der Kopf vorne, die werden wir nicht machen, weil ich gesehen habe, dass die Stoßdämpfer auch nicht die besten sind. Die Stoßdämpfer sind ganz, ganz leicht, also undicht und sehr viel Rostansatz. Um die Querlenker zu machen, muss ich die Stoßdämpfer abmachen und es wäre Schwachsinn, wenn ich doppelte Arbeit mache. Es war jetzt, der Querlenker oben war jetzt auch nicht akut. Machen wir natürlich in einem Abwasch, wenn wir einen neuen Fahrwerk hier einbauen. Das Ganze kurz abgeflext. Das ist der Spurstangenkopf. Hier kommt der Axialgelenk rein. Vom Axialgelenk lässt sich immer schön lösen, aber hier kommt das ganze Dreck rein und dann ist das schön fest, festgerostet. Und da lohnt sich einfach die Arbeit nicht, da jetzt stundenlang warm machen und so. Das Ding wird direkt weggeflext. Hier haben wir den Axialgelenk. Den nochmal raus, der war eigentlich auch mal sogar sehr, sehr gut. So, die Schraube mache ich ab, lasse ich so drauf, falls er sich löst beim Flexen. Dann flexe ich das direkt hier ab. Und dann hole ich das komplett raus. Fertig. Deswegen sage ich das auch immer. Leute, die zu Spureinstellungen kommen, guckt bitte, dass ihr die Spurstangen gängig habt. Weil ich sitze da. Ich mache es warm, ich mache es heiß und das bezahlt im Endeffekt ihr da draußen. Bevor ihr Spureinstellungen kommt, geht zu eurem Werkstatt des Vertrauens und lässt die Spur schön gängig machen. Und da braucht der Kfz-Fuzzi nicht lange und dann wird es auch nicht drin. Um den Axialgelenk da rauszuholen, braucht man natürlich zwei Sachen. Ja, den passenden Schlüssel, ganz normal, oder eine Rohrzange. Aber ich habe das hier. Gehörte zu meinen ersten Investitionen, wo ich mich selbstständig gemacht habe und das hat sich sowas von bezahlt. Die passen sich je nachdem an. Ne, tut man drauf. Die passen sich an, wie jetzt zum Beispiel, haben sich jetzt angepasst. Und dann hat man hier einen 30er Schlüssel. Schön. Ihr seht, das Ding ist jetzt locker. Der passt sich immer bei jedem an. Und dann holt man das raus. Das war's. So einfach. Und damit macht man das Ding auch wieder fest. So, was ich hier gerne mache. Beim Spurstangenköpf, also bei der Axialgelenk, mache ich immer gerne Fett rein. Einfach, wenn ihr mal irgendwann mal eine Spureinstellung machen wollt, dann seid ihr in der sicheren Schiene, dass es auch ungefähr 5 Jahre hält. Dass ihr 5 Jahre auch so Spureinstellung. Darum mache ich das immer. Ein bisschen Fett rein, seid nicht sparsam, ist nicht schlimm.
Weil das Ding wird wieso nicht aufgehen, weil ihr ja eine Schraube zum Kontern habt. Für die Hobbyschrauber da draußen, die Profis wissen das. So, wenn ihr das Ding hier lockert, einfach beim Rausdrehen zählen. 1, 2, 3, bis ihr rausholt. Okay. Und dann merkt ihr euch das, und dann nur wenn ihr den Kopf wechselt aber. Wenn ihr komplett wechselt und könnt das rausholen, dann könnt ihr das auch so machen. Also zählt einfach die Gewinden, dann schreibt ihr hin, ich sag mal 18, dann schraubt ihr den auch wieder 18 Mal rein. Und dann habt ihr den einigermaßen gerade, und dann braucht ihr auch nicht sofort zum Spurenstein. So, die Seite ist fertig, machen wir jetzt die andere Seite. So, hier riecht es schön nach Lack. Erste Schicht sieht immer ein bisschen bescheiden aus. Das ist immer normal, also denkt nicht dran, ihr macht was falsch oder so. Jonas, der Malermeister hier. Also Sattel lackieren mache ich immer gerne. Ich Therapie, Maltherapie. Ja, ich mag das. Für zwischendurch, damit man runterkommt. Ich freue mich auch immer, wenn der Kunde immer zu mir sagt, lackier die Bremssattel. Natürlich haben wir die erste Schicht jetzt gemacht, die zweite Schicht wird natürlich jetzt ein bisschen fetter. Kräftiger auch, ne? So, dass das alles abdeckt. Jonas ist jetzt fertig. Das ist vorne rechts, hier ist vorne links, hier hinten links. Sieht doch ganz gut aus, oder? 3 Schichten draufgegangen auf jeden Fall. Sieht gut aus. Das Geile ist bei dieser Farbe, wenn es trocknet, dann siehst du es erst recht richtig. Na, jetzt sieht es immer dann so ein bisschen richtig zur Geltung kommt. Dann kommt es richtig zur Geltung, dann zieht sich so zusammen, dann hast du so einen richtig schönen Film drauf. Ja, das Geile ist jetzt, wie vorhin gesagt, jetzt kommen die Bremsen zur Geltung, weil du hast dieses Stückchen nicht gesehen. Vorher hast du halt immer nur das hier gesehen. Ne? Und jetzt, Junge, jetzt sieht man, was für riesen Bremsen der eigentlich verbaut hat, vorne und hinten. Ja. Das finde ich richtig geil. So, ich und hast du gut gemacht. Ja, wir gehen jetzt was essen und dann kommen wir, ich sag mal so 2 Stunden. Ja, ne? Kommen wir wieder. Die Farbe ist immer noch nicht getrocknet. Aber ich kann natürlich nicht warten. Wie lange haben wir jetzt gewartet? Fast 2 Stunden, oder? Über 2 Stunden. Über sogar. Geht das denn gut? Was denkst du? Ja, die anderen habe ich. Oh, shit. Die anderen habe ich schon drauf gemacht. Zeige ich dir jetzt, was ich jetzt abziehe. Weil das muss, das ist Pflicht. Ja, aber jetzt hättest du auch warten können, bis es trocknet. Das ist Pflicht. AMG. AMG, ich habe heute noch was gelesen. AMG? AMG. Es ist leider nicht trocken geworden. Das heißt, wir haben schon 21.30 Uhr. Ach so, stimmt ja, können wir ja gar nichts machen. Nee, können wir nichts machen heute. Weil wir werden das so machen. Wir wollten auf jeden Fall die Spur einstellen und dann wollten wir fahren. Schaffen wir leider nicht. Leider das Video trotzdem raushauen. Ihr habt immer noch bis Sonntag Zeit. Ey, da ist ein Flieger. Ey, warum sagst du nichts? Das war eine Fliege. Das war doch keine Fliege, das war ein anderes Vieh. Ihr habt bis Sonntag immer noch Zeit zu tippen, was ich für diese Teile bezahlt habe, die wir jetzt heute quasi eingebaut haben, aber wieder zurückgeschickt haben. Die wurden ja gesponsert. Hier nochmal vielen, vielen Dank an Febi Bildstein und an Meile. Richtig geile Produkte. Ihr habt bis Sonntag noch Zeit. Der oder diejenige. Audev Jumper. Jumper gewinnt. Das Ding ist echt geil. So kriegt ihr das von mir. Rot mit diesem roten Akzent. Darum habe ich auch diese Kappe geholt. Dann machen wir die Scheiben drauf, machen die Achsvermessung, machen wir die Inspektion. Wir machen alles, was wir können. Dann fahren wir Probe. Und dann fährst du den zum ersten Mal in ML. Ja. Mal schauen, was du sagst. Gut. Okay. Dankeschön für die Hilfe. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.